Frau Otero, vor einigen Jahren machten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu und wie haben Sie dies erlebt? Meine Nahtoderfahrung war vor 27 Jahren. Es war die Geburt meines dritten Kindes. Und es war eine wunderbare Geburt. Sehr, so wie man sich eigentlich das wünscht. Auch sehr schnell. Einfach wahrscheinlich auch durch diese dritte, weil sie ja die dritte schon war. Und danach kam es zu einer arteriellen Blutung. Ich bekam Panik, weil ich bin ja Pflegefachfrau, ich kenne mich da aus, etwas, dass wenn die Schwester nicht so gut gucken, dann weiß ich, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ja? Und ich begann mit meinem Leben etwas zu hadern. Ich möchte doch meine Kinder großziehen, drei kleine Kinder. Ich möchte sie wachsen sehen, ich möchte sie großziehen können, selbstständig. Ich hatte mir auch Gedanken gemacht, was passiert, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, wenn meine Familie sich mit diesen Kindern auseinandersetzen müssen. Und ich wollte das absolut nicht. Ich wollte wirklich selber meine Kinder großziehen. Das war mir wichtig. Und dann haben sie mich in Narkose versetzt. Und das war für mich so der Weg des Loslassens. Aus meinen Gedanken natürlich, durch die Narkose selber. Und in diesem Loslassen habe ich dann auch gespürt, dass es erstmal dunkel, dass es nur einfach Nacht. Aber in dieser Nacht habe ich immer auch ein Licht gesehen. Und dann habe ich gesagt, das war dann so die Tunnelerfahrung, von der man spricht. Und ich ging auf das Licht zu. Aber das Zugehen war gleichzeitig, ich hatte das Gefühl, ich fliege, aber gleichzeitig vorwärts und rückwärts. Ich habe das so wie ein paar zusammengespürt. Und ich empfand es als wunderbar angenehm, eigentlich, dieses Wegschweben oder diese Empfindung. Und an der Grenze dieses Lichts, das natürlich immer größer wurde, habe ich dann meinen Großvater getroffen, der schon gestorben ist, seit Jahren. Und hat sich dann, ich habe dann, wir haben diskutiert miteinander. Aber diese Diskussion war nicht eine mündliche Diskussion, sondern es war ein absoluter Gedankenaustausch. Haben Sie diesen Großvater gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Er war weiß gekleidet, hell gekleidet. Ich habe ihn jünger empfunden, als ich ihn gekannt hatte. Aber ich glaube, das Essentielle ist nicht das physische Sehen, sondern irgendwo, sage ich, das Spüren. Dass diese Herzverbindung, die da war mit dieser Person, das war so bekannt, es war einfach klar, oder? Und wir hatten einen Austausch, aber dieser Austausch war auf Herzensebene. Es war wie, ich hatte das Gefühl, es kommen Worte aus mir und es kommen Worte in mich hinein. Und Worte, die einfach vorbeifliegen. Ich weiß, es hatte andere Menschen um mich herum, es hatte andere Leute. Es hatten auch x Worte. Es kam mir vor, wie wenn die Worte Untertassen in der Umgebung waren, oder? Die flogen herum, oder? Und ich sage mir, was mich anging, sage ich das heute so, was mich angeht, hat mich getroffen, im Herz getroffen. Und was mich nichts anging, das ging vorbei. So habe ich sehr viel auch emotional gespürt. Ich habe ganz viele Emotionen gehabt. Ich habe die Wut im Herz gespürt. Es ist nicht einfach ein sich aufregen, sondern es war ein Schmerz, es war ein Herzschmerz. Herzschmerz war wegen dem... Wegen den Emotionen, wegen der Geschichte, die da passierte. Mhm. Also es hatte nicht mit der Operation oder irgendwas zu tun, sondern es hatte mit dem Erleben in diesem Moment zu tun. Mhm. Die Umgebung war sehr warm, war sehr angenehm, lebenswert. Also, und ich hatte diese Liebe gespürt. Also, ich hatte mich absolut ganz gefühlt. Das war ein Gefühl von Ganzheit, Festigkeit, wo alles klar war.
Können Sie die Umgebung etwas beschreiben? Ich habe sehr wenig Umgebung wahrscheinlich gesehen. Also was ich, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, es waren vor allem viele Leute da. Es waren viele, aber auch weit, es war jetzt nicht, ich war nicht eingeengt in dieser Umgebung. Die Wärme, die einfach da war, in der ich halt geborgen war, das Licht, die Helligkeit. Und Ihr Großvater war da immer in der Nähe? Ja, Er war einfach die nächste Person, die da war. Die nächste Person, ja. Die anderen waren, sagen wir jetzt mal, in größerer Umgebung. Aber es war sehr viel, es war auch Bewegung. Ich hatte das Gefühl, es passiert immer etwas. Es war jetzt nicht ein Bild, das jetzt fix war. Ich hatte das Gefühl, es war ganz viel Bewegung da. Haben Sie die Umgebung als Landschaft wahrgenommen? Auch ja. Ja. Aber diese Landschaft können Sie nicht beschreiben? Nein, ich kann sie nicht beschreiben. Nein. Ja. Und dann kam ich eigentlich plötzlich zurück. Ich weiß nicht, ob ich entschieden habe. Ich sage heute, ich habe es vorher entschieden. Und mein Körper war noch so genug fit, dass ich auch zurückkommen konnte. Ich glaube, das ist auch manchmal ein Hinderungsgrund, dass man nicht zurückkommt oder wenn der Körper nicht mehr funktioniert. Und das war eigentlich sehr hart für mich, weil ich war total verstochen, ganzen Beine, Hände, Arme, alles. Sie hatten Schwierigkeiten, mir Blut anzuhängen, Schwierigkeiten, überhaupt eine Vene zu finden. Also hatte ich Schmerzen bei den Armen. Ich konnte mein Kind fast nicht tragen. Und das war für mich schwierig. Ja. Ja. Was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung für Ihr weiteres Leben? Ich glaube, es hat mich total verändert, umgekrempelt und alles in Frage gestellt. Also ich habe alles in Frage gestellt. Und das war so früh schon da, das muss sofort gewesen sein, weil mein Mann hat das gemerkt. Mir war es nicht bewusst eigentlich direkt. Ich habe am gleichen Abend eigentlich, war mir bewusst geworden, dass ich fast gestorben wäre, weil mein Arzt sich gemeldet hat und hat gesagt, ich habe sie von weit her geholt. Da war mir bewusst, wow. Und das war ein Schock für mich auch irgendwo. Und ich hatte extrem Schwierigkeiten mit dem Leben danach. Ich hatte Schlafschwierigkeiten, ich hatte Depressionen, es waren sehr schwierige Zeiten für mich nachher. Ich konnte wie das Leben hier nicht mehr einordnen irgendwo. Ich hatte das Gefühl, ich möchte diese Wärme wieder haben, diese Liebe, die ich da gespürt habe, möchte ich hier haben. Und ich möchte dorthin, ich kann aber nicht, weil ich muss die Kinder erziehen. Oder? Es war enorm, dieses Gespaltensein zwischen diesen zwei Welten war für mich über Jahre schwierig, sehr schwierig. Ja. Wenn Wissenschaftler sagen, Nahtoderfahrungen sind einfach Sauerstoffmangel, was ist Ihre Meinung dazu aufgrund Ihrer Erfahrung? Ich habe mir diese Gedanken jetzt gleich nochmal gemacht und ich muss sagen, das ist kann vielleicht eine physische Erklärung sein, aber ich möchte von diesen Ärzten das Weitere wissen. Das heißt, wer hat dann meine Narkose gemacht? Und wie hat er sie gemacht, dass ich einen Verlust habe? Es waren alle da. Oder? Die zweite Frage ist für mich dann, ja, aber das heißt, unser Körper funktioniert ohne Sauerstoff. Und was funktioniert? Und wie kommt es dazu, dass ich meine ganze Geschichte sehe? Das ist mein Leben, dass ich mein Leben sehe, dass ich meine Zukunft sehe, dass ich das Ende meiner Tochter zum Voraus gesehen habe. Wie kommt das, wenn mein Hirn nicht mehr arbeitet? Meine Gedanken, ich hatte Gedanken über das Leben, ich hatte Emotionen, ich hatte Gefühle. Okay, ja. Kann sein. Aber dann brauchen Sie noch mehr Erklärung. Dann muss auch die Wissenschaft weitergehen, als nur sagen, es ist nur alles im Hirn. Es passiert nur im Hirn. Hirn, das ist nicht die Realität der Dinge, glaube ich überhaupt nicht. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das Ende Ihrer Tochter vorhergesehen. Können Sie das vielleicht noch etwas erläutern? Ja, das war auch ein Teil meiner ganz schwierigen 20 Jahre danach.
vor allem als dann Kinder immer weggingen, hatte ich immer Schwierigkeiten. Ich hatte immer Angst um meine Kinder. Es passiert etwas, ich hatte immer Schwierigkeiten. Immer ein Gedanken. Und als sie dann in der Pubertät sehr oft weggingen und alles ausprobierten, oder? Was die Pubertät so mit sich bringt, oder? Ich hatte jedes Mal Panik, das war extrem schlimm. Und ich hatte immer dasselbe Bild. Den haben Sie ein Bild während der NATO-Erfahrung erlebt oder gesehen? Ich glaube, ich habe es mitbekommen, ja. Ich habe es mitbekommen und dieses Bild war immer, immer identisch. Und jedes Mal, wenn die Panik da war, kam dieses Bild, oder? Klasse. Eine junge Person liegt am Boden vor einem Holzgestell auf vielen Zeitungen. Und man findet sie lange nicht nach Gewalt. Das waren so meine Eindrücke. Mhm. 20 Jahre danach, es war circa eine 10 Tage vor ihrem 20. Geburtstag, war sie dann, sie hat schon ein Studio gehabt in der Nähe hier. Sie wollte in die Ferien fahren. Wir hatten abgemacht, dass ich mehr oder weniger abgemacht, dass ich sie abhole und sie auf den Flughafen bringe mit einem Freund. Und sie dann nach Barcelona fährt. Das war ihre Lieblingsstadt. Und an diesem Tag dann, eine halbe Stunde vor unserem Rendezvous, hat dann ihr Freund angerufen. Oder dieser Freund oder Bekannter, mit dem sie in die Ferien fahren wollte. Und hat gesagt, ich kann Jeanine nicht finden, sie ist seit gestern nicht mehr erreichbar. Aber ich habe gedacht, ja, die ist beschäftigt, oder? Also. Und dann hat sie, gingen wir dann ins Studio, konnte nicht hinein, wir brauchten Polizei, Feuerwehr oder respektive Polizei zum Türöffnen und Ambulanz war, haben sie auch gleich bestellt. Sie mussten, wurde dann gefunden und das Bild, das ich dann da hatte, Das war wie ein Schwarz-Weiß-Bild, das ich immer mitgetragen habe, das jetzt in Farbe absolut da war. Mhm. Sie lag dort, halb nackt, auf Zeitungen, weil sie eine riesen Unordnung hatte im Zimmer, vor einem Holzgestell, das war eine Treppengestell-Einrichtung im Zimmer, von Eingang und Wohnbereich. Sie hatte Gewalt vor etwa einem Jahr zuvor gehabt, respektive war ein Prozess offen über Gewaltsituation. Sie ist also nicht einer Gewalt zum Opfer gefallen, sondern eines natürlichen Todes gestorben. Schlussendlich ja. Schlussendlich ja. Sie war nachher noch eine Woche im Spital, sie wurde noch zweimal operiert. Sie hatte eigentlich eine Hirnblutung gemacht. Und es wurde herausgefunden dann in dieser Situation, dass sie eine arteriovenöse Missbildung hatte im Gehirn. Hat Ihnen die NATO-Erfahrung geholfen, dass Sie jetzt die Zuversicht haben, dass Ihre Tochter an einem schönen Ort ist? Das war wahrscheinlich die Rettung meiner Situation, ich glaube. In unserer Familie war das Thema Tod kein Thema. Und diese Erfahrung gab mir die Zuversicht oder das Wissen, okay, hier ist sie gut aufgehoben. Das war für mich wirklich ein erlösendes Erlebnis, ein hilfreiches Erlebnis. Wenn Sie diese Vorahnung schon bereits gehabt haben, dass so etwas, dass dieses Bild Ihnen diese Ängste gab, könnte man daraus schließen, dass es für Menschen ein Schicksal gibt? Ja, es wurde mir da in diesem Moment bewusst. Was heißt Schicksal? Ich sage, das sind Lebenserfahrungen, die zu uns gehören, in die wir uns einfügen. Ich habe in diesem Moment gespürt, es ist das Schicksal meiner Tochter, das meines auch ist. Durch die Geburt mit dieser Erfahrung, durch das Ende ihres Lebens mit den schwierigen Erfahrungen, das es dann brachte. Wir haben das als Aufgabe in unserem Rucksack. Das müssen wir machen. Und ich glaube, was wir damit machen müssen, ist nicht einfach sagen, ja, Schicksal, das war's, sondern, hallo, was mache ich wirklich damit? Kann ich daraus meine Lehre ziehen? Ja.
kann ich daraus auch das Positive sehen, weil das Thema Schicksal bei uns hat immer so einen schweren Geschmack von, das ist schlimm, das ist gefährlich, das will ich nicht. Hallo, ich kann mir mein Leben nicht erziehen. Ich muss es bis zum Ende machen, ich muss es auch selber mitkreieren. Ich kann mein Schicksal als etwas Schlimmes erfahren oder ich kann sagen, okay, ich packe das, ich mache daraus etwas und ich kreiere auch etwas Gutes daraus. Und ich kann es verändern, ohne dass ich es grundsätzlich verändern kann. Nein, glaube ich nicht. Frau Tero, herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.